Am 12.03.2023 um 23.24 Uhr melden mehrere Personen der Leitstelle der Feuerwehr Bonn eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Molkestraße, weswegen diese um 23.26 Uhr alarmiert wurde. Sie stellte an der Einsatzstelle fest, dass ein brennender Kamin des Hauramann-Restaurants für die Rauchentwicklung verantwortlich war. Da auch der Gastraum des Restaurants mit Rauch beaufschlagt war, musste dieser unverzüglich geräumt werden. Drei Trupps unter Atemschutz bekämpften den Kaminbrand gleichzeitig von innen und außen. Da der Kaminbrand sehr heftig war und bereits auf die Verkleidung des Kaminrohrs im Inneren des Restaurants übergegriffen hatte, musste diese aufwendig entfernt werden, bis alle Glutnester beseitigt waren. Eine weitere Brandausbreitung konnte verhindert werden.